Jawollskin, liebe Fisters und Fisterines, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren Lustrin-Runde. Pinion View 3 mit mir, Lunetschki. Wir machen erstmal natürlich wieder alle Lichter an, wie wir es doch gewohnt sind. Und im letzten Part hat uns unser lieber Herbert-Freund hier erzählt, dass unsere Freundin Angst vor dem Clown hat, der da im Flur sitzt. Ich hoffe mal, dass da nichts passiert. Aber wir machen erstmal hier alles straight durch. Ich glaube, die Lichter funktionieren irgendwie nicht, wa? War ja auch so, dass das Stromausfall irgendwie war. Natürlich bringt das nichts. Haha, egal. Wir gucken uns nochmal oben um. Denn wir haben ja letztens noch einen Schlüssel gefunden, der für irgendeine Tür auf jeden Fall zu gebrauchen war. Ha, wusste ich's doch, dass wir hier oben irgendwo noch was finden. Mann, ich find's doof, dass hier kein Strom geht. Das ist ja nicht gut. Man sieht aber auch verdammt wenig. Selbst tagsüber ist es viel zu dunkel. Gut, das könnte auch daran liegen, dass ich tagsüber spiele und die Sonne voll ins Wohnzimmer scheint. Aber egal. Das kommt mir doch irgendwie stark bekannt vor. Das ist also die Tür, die von der anderen... Moment, hier waren wir doch aber schon mal. Natürlich, das ist jetzt also... Ah, so. Okay. Das heißt, wir kommen jetzt also den Gang lang, den wir letztes Mal lang gelaufen sind. Im Prinzip hat sich hier jetzt nichts weiter verändert. Das war einfach nur die Tür, die zu war. Mensch, dafür haben wir jetzt den Schlüssel geopfert. Das hat sich ja gelohnt. Die Tür ist verschlädelt. Dann gehen wir mal nach unten. Zu unserem Freund Senior Clowny. Und hoffen, dass wir da ein bisschen Hilfe bekommen. Denn es wurde ja gesagt, unten, beim Clown, da hat sich unsere Freundin letzte Mal ordentlich in die Hose genässt. Und ich bin gespannt, ob wir uns auch in die Hose nässen werden. Wenn ja, war es ein angekündigter Jumpscare. Ich hoffe aber mal nicht, dass es jetzt so simpel wäre. Ansonsten bin ich jetzt drauf vorbereitet. Gruselclown. Er guckt in die andere Richtung. Finde ich gar nicht nett. Er hat sich gedreht. Okay. Dann versuchen wir mal irgendwie... Ey, das Licht, das flackert... Oh, guck mal, die halbe Batterie trotzdem flackert. Das ist voll doof. Okay. Vielleicht finden wir noch irgendwas anderes im Haus hier. Ich hoffe es zumindest mal. Ist da vielleicht was drin? Batterien? Okay. Ich heb sie mir trotzdem nochmal auf. Erstmal fürs Erste. Es hieß ja irgendwie, wir brauchen die später noch. Jetzt guckt er wieder nach da. Du Penner. Du bist ein richtiger Idiot, ey. Guck nicht mal woanders. Jetzt genau geht das Licht aus. Genau jetzt geht natürlich das Licht aus. Ey, das ist ja schon... Der ist schon so ein bisschen... Bisschen ungemütlich ist er mir schon. Der kleine Freund. Oh, shit. Und was sollen wir da jetzt machen? Ständig hin und her laufen? Uns irgendwo noch woanders umgucken? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war der Clown... Mit dem muss es irgendwie zusammenhängen. Ich geh nochmal hin. Jetzt guckt ihr schon... Ne, ihr guckt mich an, okay. Hast du irgendwas, Clown? Irgendwo ein Schlüssel vielleicht versteckt? Du hast ja vorher nach da geguckt. Vielleicht ist irgendwo im... Oh, Licht! Ich brauche Licht! Was ist das denn? Keine Ahnung. Wenn das Licht gehen würde, es wäre so schön. Okay, in diesem Zimmer vielleicht. Irgendwie. Ha! Der geht also. Aber scheinbar nur, wenn ich die Fernbedienung drücke. Sehe ich da ein Mädchen? Da ist eine Frau! Hallo? Alter, immer wenn ich mich umdrehe. Okay. Alles klar. Ich hab's gesehen. Oh Gott, ist das gruselig. Kann ich da irgendwas machen vielleicht damit? Ich kann nur an- und ausmachen. Ich werde es nochmal versuchen. Nee, es geht gar nichts mehr mit der Fernbedienung. Mit dem Fernbedienung vor allem. Okay. Ich hab's. Dankeschön. Ein Schlüssel, dankeschön. Ja, du hast mir schon vorher bei Rashad gesagt, dass da irgendwas ist. Okay, einen Schlüssel haben wir jetzt. Uiuiui. War das hier? Mit der Tür? Nee, die ging ja.
Genau. Dann versuche ich es mal mit der hier. Die ist verschlossen. Okay, gut, die geht nicht. Dann weiß ich Bescheid. Meine Güte! Das war unberechenbar. Ich habe mit allem Möglichen gerechnet, aber nicht damit. Wirklich. Krasser Scheiß. Puh. Aber richtig Mörderfu. So, versuchen wir es also nochmal ganz nach oben. Nach hinten durch. Ich weiß gar nicht, welchen Tag wir heute haben. Tag 9 müsste das mittlerweile sein. Von 30. Überlegt mal, Alter. 30, ein ganzer Monat. Wer soll denn sowas aushalten? So, jetzt können wir hier straight durch. Dann nach rechts. Ah, dieses Geflackernde. Ich mach mal kurz aus. Es bringt ja nichts. Geradeaus durch waren wir. Das war der eine Raum. Wow! Katze! Warum? Warum ist hier eine Katze? Der Raum ist doch aber vollkommen in Ordnung, oder? Oder hier war doch. War hier irgendwas Spezielles? Oder sind hier einfach nur Jumpscares jetzt verteilt und meine Energie schwindet? Okay, den Raum hatten wir. Den Raum. Ganz nach hinten durch vielleicht. Die Tür ging nämlich, glaube ich. Oder ging die schon mal auf? Die ging schon mal auf. Das Kleid. Oh, ich hab mich da. Ich bin so schreckhaft. Gut. Ey, wenn man was sehen könnte. Verdammt. Es ist aber auch verdammt düster. Die Taschenlampe bringt kaum was. Ich werde es wahrscheinlich vielleicht mal ein bisschen anheben, dann auf YouTube, weil ich habe auch gemerkt, dass es da teilweise noch dunkler ist, als ich es schon sehe. Aber nicht die Helligkeit, sondern den Gamma selbst. Das ist ein bisschen. Alter, er stirbt mir gleich. Ich darf gleich den Tag nochmal neu machen, oder was? Oh, stirb mir nicht weg, Jonathan! Ich brauch dich noch. So. Genau, das war die Tür jetzt. Wenn das Licht gehen würde, Mann. So. Jetzt haben wir die Tür auch noch offen. Kinderzimmer. Ein Schlüssel. Kerze. Kann man sich irgendwie beruhigen? Ich nehme meine Batterie einfach mit. Sicher ist sicher. Ein Häschen. Süß. Teddybärchen. Ja, ist ein Kinderzimmer. Oh, ist das jetzt Schnaps? Kann ich nur Schnapsbuddel trinken, du? Ne, geht nicht. Okay. Also haben wir jetzt einen Schlädel für eine Tür, die wir schon bereits... Die hatten wir schon mal offen, genau. Hier waren wir schon drin. Wenn ich den Spiegel schon sehe, da ist schon wieder irgendwas... Sieht aus wie eine Frau. Oder so. Verschlossen? Dann vielleicht die hier. Oder die. Jawohl. Ich lass mal kurz die Taschen aber ausgehen. Damit ich sie gleich wieder anmachen kann. Genau. 3, 2, 1. Los. Okay. Noch ein Schlüssel. Schön. Okay. Das ist vielleicht für irgendeine andere Tür. Für die da. Ja. Wunderschön. Okay. Eine Seite. Aber vorher gucke ich nochmal im Zimmer mich um. Ob es hier irgendwas Spezielles gibt. Wie noch einen Schlüssel, den wir übersehen haben. Erstmal warten wir aufs Licht. Dann haben wir es ja auch. So. Nö, hier ist soweit eigentlich nichts mehr, wa? Muss doch aber. Irgendwo muss doch jetzt... Sonst kommen wir nicht mehr weiter. Seit dem Gewitter letzte Nacht haben wir keinen Strom mehr. Nur gut, dass wir noch genug Kerzen im Haus haben. Ja. Schön. Ha. Was ist das jetzt für ein Hinweis? Tag 10. Wenn ich wüsste. Ich hab nur noch halbe HP? Ich fang mit einer halben Scheiß HP an! Warum geht denn das Licht nicht mehr? Ich muss mich beeilen. Ich geh nochmal oben hin. Genau, links. Einfach straight nach oben durch. Damit ich dann. Gegebenenfalls. Nochmal gucken kann. Irgendwo muss ich doch was übersehen haben. Hier muss es ja noch irgendwo einen anderen Schlüssel geben. Es war hier lang, genau, und dann hier durch. Da sind wir nämlich auch ganz oben. Gut, dann gucke ich nochmal schnell, solange es hell ist. Die ist verschlossen, da brauchen wir jetzt einen Schlüssel für. Das heißt, vielleicht habe ich irgendwo einen übersehen an der Stelle. Ich bin mir jetzt aber echt nicht mehr im Entferntesten sicher. Hier ist Streichholzgedönse. Hier ist gar nichts, Lakenkram. Da ist die Schnapsbuddel. Da ist ein kleines Häschen.
Da schauen sie sich ja nichts mehr. Da ist Teddybärchen. Hier ist echt nichts. Ist ja gerade ein Vogel durchs Haus geflogen? Glaub ich, werd bekloppt. Gut, dann guck ich nochmal hier. Streichhölzer, tausende Streichhölzer. Krams. Okay. Das heißt, er muss mich mal immer wieder darauf hinweisen. Mit seinem Geschnatter. Oh, ich habe etwas übersehen. Im Garten, da schwitzt jemand beim Scheißen. Dann gehe ich da hin und sehe da auch immer kleine Igor, wie er da sich ordentlich auskackt und einen Schlüssel verliert dabei. Das war also das Zimmer, wo wir jetzt eben waren. So. Bärenfell. Hier ist echt nichts. Vielleicht irgendwie hinterm Schrank oder so? Verschieben kann ich ihn auch nicht. Dann eine... Nee, okay. Da die letzte Tür nochmal. Hier drinne waren nur Batterien. Die ich mir aber noch aufhebe, weil es mir so geraten wurde. Obwohl ich nicht weiß, ob das die vielleicht doch irgendwie... Ha! Ach, scheiß drauf, ich habe so viele Batterien. Ich benutze die jetzt einmal. Ich habe jetzt hier aber keinerlei Zugang mehr. Das heißt, ich werde mich nochmal unten umschauen. Sicherheitshalber. Ich gehe einfach mal hier runter. Den Standardweg lang. Die Tür war zu, genau. Dann gegebenenfalls in diesem Zimmer nochmal. Streichhölzer. In irgendeinem Schrank oder so. Irgendwo oben drauf. Irgendwas übersehen? Nee. Die war auch zu. Hier muss ich doch irgendwo was verändert haben. Auf dem Scheißhaus? Ui! Schnell weggucken! Wow, warum? Alter! Dankeschön. Aber klar, doch. Wusste ich doch, dass hier irgendwo was sein muss. Schlüssel, cool. Einfach nur absuchen. Oh Gott, Gänsehaut, ey. Die ist zu. Vielleicht geht ja eine von denen noch. Die dahinter vielleicht. Die ist auch zu. Okay. Das war heftig. Das war mordsheftig. Die da hinten, war die schon offen? Nee, okay, die war auch zu. Oben hatte ich jetzt aber alle, oder? Ich guck nochmal sicherheitshalber nach. Wie er atmet, ey. Schnaufel, der Baufel. Haunskin, der Paunskin. Das war das Kinderzimmer. Jetzt haben wir die letzte Tür auch offen. Okay. Ich werde mal hier ein paar Kerzen anschmeißen, wenn ich irgendwelche finde. Aber ich habe erstmal einen Schlödel. Gibt's noch was hier? Hier gibt's keine Kerzen. Okay. Auch kein zweiter Schlüssel. Igor, der Fünfte, guckt mich wieder so an. Huh, okay. Dann haben wir jetzt alles, dieses Licht ist schon wieder so effektiv, Mann. Wie kann eine eine Kartuschenlampe, genau. Eine Kartuschenlampe so schnell ausgehen. Das war nicht die richtige. Eins runter. Kurz warten, bis das Licht wieder ein bisschen besser geht. Ich glaube, die war es auch nicht. Irgendwo muss da langsam jetzt eine Tür funktionieren. Vielleicht dann unten beim Clown irgendwie da. Ich sehe wieder nichts. So, danke schön. Okay. Die gehen alle nicht. Dann, noch weiter runter. Ach, ey, es ist aber auch so schwer zu erkennen, wo man hier lang muss. Genau. Geradeaus durch. Bin ich wieder hier. Im Hauptgebäude. Nicht in irgendeinem komischen der Seitenärmel. Was fehlte denn jetzt noch? Für einen Raum? Das ist jetzt eine gute Frage. Versuch's nochmal unten bei Senior Clown. Da war nämlich noch ein Raum, der noch nicht geöffnet war. Hinter dem Fernsehzimmer, der Gang. Blutet der aus den Augen? Nee, sah nur so komisch aus. Okay. Huh, Fernsehzimmer, du bist auch gruselig. Dein Bild hat mal klar ist. So. Jawoll! Kann ich irgendwas anmachen? Irgendeine Kerze oder so? Bitte, lasst mich Kerzen anmachen. Schon wieder so zig Trilliarden langer Seitengang. Da, Kerze. Möchte mich langsam mal etwas mehr andere Beleuchtung haben. Die ist zu. Der ist auch nicht richtig. Ah, kurz auf die Taschenlampe warten, so. Alter Schwede, alles voller tausender Bilder. Hier geht's wieder hoch. Will ich aber noch nicht. Ich will erstmal gerade...
Was war das? Hat da gerade jemand geflüstert? Habt ihr es auch gehört? Als hätte jemand irgendwas ausgepustet, so ein Psch oder Psch oder irgendwie sowas. So eine Art Pustgeräusch. Das ist gruselig. Wir sind nicht allein scheinbar. Oder nicht mehr. Die ist alle zu. Da liegt ein Zettel. Auf Lindas Wunsch hin habe ich die Clownpuppe in eine Abstellkammer gelegt. Ein wenig unheimlich ist sie sogar mir selber. Wer holt sich denn auch eine Clownspuppe, Alter? So was holt sich doch keiner ins Haus! Kein zumindest normaler Mensch. Die sind immer gruselig. So, haben wir Tag 9 und Tag 10 an einem Stück beendet. Ging aber relativ zügig voran. Trotzdem war sehr spannend, wieder sehr jumpscarig. Krasser Scheiß. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder beim nächsten Mal bei Pinewood Drive mit Mia Lunetschki. Auf dann auf bald. Auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Blablabla.